Herzlich willkommen zum Vortrag Einführung in FPGA Design mit Open Source Tools. Mein Name ist Leo Moser und ja, momentan mache ich den Master an der TU Graz, also genau hier, in Information und Computer Engineering. Und ja, mich selbst interessiert eigentlich alles, was mit Hardware Design zu tun hat. Also, ob das nun PCBs mit Keycard ist oder FPGA Design mit YOSIS und NextPinner. Und zuletzt habe ich sogar versucht, meine eigenen ASICs zu designen mit OpenLane. Und wir werden uns heute Punkt Nummer 2, also FPGA-Design mit Open-Source-Tools, ansehen und ja, wie das Ganze also genau abläuft. Der Vortrag selbst ist in 3 Kapitel aufgeteilt. Das bedeutet, da er ja mehr an Anfänger gerichtet ist, werde ich anfangs etwas grundlegende Theorie erklären, damit wir uns alle auf demselben Level befinden. Danach kommt also das eigentliche Kapitel, dann werde ich ein Example Design durch den Flow, also mit diesen Open Source Tools bringen, bis wir letztendlich beim Bitstream sind. Und im letzten Kapitel werde ich euch noch ein paar nützliche Hinweise, Tipps und Links geben, damit ihr dann also euer Abenteuer starten könnt. Gut, also beginnen wir mit ein bisschen Theorie und zwar mit kombinatorischen Logikschaltungen. Bei kombinatorischen Logikschaltungen, das sind die Ausgänge, die aktuellen Zustände der Ausgänge allein von den aktuellen Zuständen der Eingänge abhängig. Und falls das jetzt jemandem noch nicht so viel sagt, lasst mich das anders erklären. Vielleicht hat der eine oder andere schon von Logikgattern gehört. Diese implementieren eben verschiedene boolsche Funktionen. Und in der boolschen Algebra gibt es genau 2 Zustände, also 0 und 1. Und ja, boolsche Funktionen sind zum Beispiel NOT, AND, OR, XOR und viele weitere. Und diese können auch in einer Wahrheitstabelle dargestellt werden. Also hier auf der linken Seite eine Wahrheitstabelle für ein UND-Gatter. Wir haben 2 Inputs, A und B, einen Output C. Und ja, mit 2 Inputs können wir genau 4 Eingabemöglichkeiten erstellen. Das heißt, wir haben 0,0, 0,1, 1,0 und 1,1. Und wir sehen, der Ausgang ist immer 0 und nur wenn A und B eben 1 sind, 1. Das ist der ganze Trick dabei. Und warum hier also kombinatorische Logikschaltung? Das ist einfach deswegen, weil ja, wir sehen, die Ausgänge sind direkt von den Eingängen abhängig. Und man kann diese auch grafisch in Schaltzeichen darstellen. Es gibt ja den IEC-Standard, der mir aber nicht gefällt. Deswegen hier jetzt also in ANSI bzw. IEEE ein paar Logikgatter. Links oben also ein NOT-Gate, da wird einfach nur der Eingang invertiert. Schickt mir eine 0 rein, kommt eine 1 raus. Schickt mir eine 1 rein, kommt ein 0 raus. Dann haben wir hier ein UND-Gatter, was wir bereits kennengelernt haben. Also nur wenn A und B 1 sind, kommt eine 1 am Ausgang raus. Ein ODER-Gatter funktioniert genau umgekehrt, das heißt, wenn A oder B 1 sind, dann ist am Ausgang eine 1 und es gibt auch ein Exklusiv-Oder-Gatter. Wenn hier beide Eingänge 1 sind, dann ist der Ausgang wieder 0. Also entweder oder, A oder B darf 1 sein. Es gibt noch viele weitere und viele, viele Kombinationen daraus, aber das sind mal unsere Grund-Lego-Bausteine für digitale Schaltungen. Aber neben der kombinatorischen Logikschaltungen gibt es auch noch sequentielle Logikschaltungen. Und diese können wir mit Hilfe von Latches oder auch Flipflops implementieren. Also hier auf der rechten Seite ein Flipflop. Wir haben mehrere Ein- und Ausgänge. Set, Reset und Output quer können wir hier einfach mal ignorieren. Für uns sind jetzt eigentlich nur Data, Clock und Output wichtig. Wir sehen also auf der linken Seite über die Zeit gesehen die Signale. Und ja, anfangs geht also Data auf High und es passiert zuerst einmal gar nichts am Ausgang. Also keine kombinatorische Logik, wie wir sehen. Und erst als eine steigende Taktflanke bei der Clock daherkommt, wird der Eingang sozusagen, der wird gesampled und auf den Ausgang gelegt und der aktuelle Zustand gespeichert. Ein Flipflop speichert also genau ein Bit. Und ja, mit Hilfe von kombinatorischen und sequentiellen Logikschaltungen können wir eigentlich jede digitale Schaltung implementieren, die wir möchten.
Und ja, da kommen wir jetzt also schon Richtung FPGA. Denn natürlich, wir könnten jetzt diese Gatter als diskrete Chips kaufen und auf einem, alles diskret aufbauen. Findet man auch auf YouTube Leute, die das wirklich machen, also diskrete CPUs aufbauen. Einfach verrückt. Aber das wollen wir nicht. Denn in den Chips heutzutage, da sind Millionen, Milliarden Gatter. Und wir könnten diese gar nicht mehr alle selbst anfassen und miteinander verbinden. Deswegen haben wir sogenannte FPGAs. Darin sind also ganz viele von diesen Logikgattern und wir können diese miteinander verbinden. Und ein jeder FPGA ist eigentlich so aufgebaut. Vom Grundprinzip her. Natürlich gibt es dann noch viel komplexere. Aber wir haben also verschiedene Grundelemente und eines davon ist der Configurable Logic Block, also der dunkelblaue Block hier. Denn dieser kann jedes Gatter emulieren. Also wir können sagen, dieser Configurable Logic Block ist jetzt ein UND-Gatter, dieser ein NOT-Gatter und so weiter und so fort. Und dann haben wir das Interconnect rundherum. Das sind also die Leitungen hier, die also die Signale weitertragen. Und mit Hilfe der Switchboxes können wir die Leitungen miteinander verbinden, so wie wir das möchten. Zu guter Letzt haben wir dann noch IOs, um mit der Außenwelt kommunizieren zu können. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was ein FPGA ausmacht. Aber wir wollen noch etwas genauer hineinschauen. Was ist denn in so einem Configure Logic Block drinnen? Und zwar ein Lookup Table. Und das ist eigentlich schon die ganze Magie, um all diese verschiedenen Logikfunktionen darstellen zu können. Denn ja, hier ein Vierer Lookup Table, das heißt mit vier Eingängen. Es gibt auch Dreier Lookup Table, Sechser Lookup Table. Aber alle haben gemeint, dass sie einen Ausgang haben. Ich habe versucht, die aktuelle Konfiguration mit diesen Bits hier unten darzustellen. Das heißt, weiß ist 0, rot ist 1. Und versuchen wir also, unseren Lookup Table zu konfigurieren. Wir sehen, wir haben vier Eingänge, 1, 2, 3, 4 und somit genau 16 Eingangskombinationen. Hier also zählen wir binär von 0 bis 15. Und möchten wir unseren Lookup Table als UND-Gatter, als Vierer UND-Gatter konfigurieren, dann machen wir Folgendes. Denn der Lookup Table selbst ist eigentlich nur ein Speicher mit 16-Bit Speicher. Wir setzen also alle diese Bits auf 0 und nur das letzte Bit, wo alle Eingänge auf 1 sind, also alle Eingänge und, setzen wir dieses Bit auf 1. Das wäre ein Vierer und Gatter. Oder für ein Vierer oder Gatter würden wir alle Bits auf 1 setzen, nur wo kein Eingang auf 1 ist, setzen wir das Bit auf 0. Natürlich können wir auch ein Zweier und Gatter implementieren. Ist zwar etwas Verschwendung, aber das ist genauso möglich. Wir schauen also, wir ignorieren Eingang 4 und 3, schauen, wo Eingang 2 und 1 jeweils beide auf 1 gesetzt sind und setzen hier den 1 am Ausgang. Und das ist auch die Konfiguration, die ich hier in den FPGA, sondern Lookup Table geladen habe. Also 0001, 0001, 0001, 0001. Ein Lookup Table selbst ist aber noch nicht ganz ein Configurable Logic Block. Da fehlt noch etwas mehr. Und zwar ein Flipflop und ein Multiplexer. Wir wollen ja nicht nur kombinatorische Logik darstellen können, sondern auch sequentielle Logik. Und ja, aber wir wollen entscheiden können, was wir genau darstellen. Das heißt, mit diesem Multiplexer, wenn das Bit nicht gesetzt ist, wird der obere Eingang an den Ausgang geleitet. Das heißt, wir haben dann Lookup Table plus Flipflop, sequentielle Logik implementiert. Und ist dieses Bit gesetzt, wird der untere Eingang an den Ausgang gelegt und wir haben somit nur kombinatorische Logik. Und wenn wir das nun weiterführen, dann können wir einen einfachen FPGA implementieren. Das habe ich hier gemacht. Mit vier Configure Logic Blocks, Interconnect drumherum, sehr, sehr einfache Switchboxes. Also diese Leitungen, wenn das Bit nicht gesetzt ist, sind diese nicht miteinander verbunden. Wenn dieses Bit gesetzt ist, dann sind die miteinander verbunden. Und wir haben dann noch IOs, die können wir auch mit den Leitungen verbinden und die Ausgänge der Configure Logic Blocks. Vielleicht auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, aber versuchen wir ein einfaches Beispiel zu implementieren. In dem Fall, wir wollen unseren FPGA als Zweier und Gatter implementieren. Das heißt, wir haben zwei Eingänge und einen Ausgang. Ich habe mich dazu entschieden, diese IOs links oben als Eingang zu nehmen und den IO rechts unten als Ausgang. Ich setze also dieses Bit hier, damit der Input 1 auf den Eingang 1 des Lookup Tables geht und dieses Bit, damit der Input 2 auf den Eingang 2 des Lookup Tables. 3 und 4 werden ignoriert, sind nicht verbunden, müssten natürlich auf einen stabilen Zustand gezogen werden, aber das ignorieren wir hier einfach mal. Der Lookup Table ist als End2 konfiguriert
Wir verwenden nicht den Flipflop, das ist ja reine kombinatorische Logik, das Bit hier ist gesetzt. Wir setzen dieses Bit, damit wir auf diese Leitung gehen, dieses Bit, um nach rechts zu gehen, dieses Bit und dieses Bit, bis wir letztendlich beim Output sind. Und somit haben wir unseren FPGA fertig konfiguriert und haben unser Design implementiert. Und diese ganzen Bits, die kann man nun anders darstellen, und zwar als Bitstream. Und ich habe jetzt frei heraus entschieden, wie dieser Bitstream aufgebaut ist. Am Anfang kommen also die I/O-Bits, danach die Switchboxes-Bits, danach die Konfiguration der Lookup-Tables, des Multiplexers und für diese Out-Signale. Dazwischen die Bits sind natürlich alle auf Null. Und ja, dieser Bitstream beschreibt also unser Design in diesem FPGA. Und das ist auch, was wir mit den Open-Source-Tools erstellen möchten. Und hätten wir nun unseren FPGA, unseren Dream FPGA als Chip, dann könnten wir diesen Bitstream hineinladen. Es gäbe noch etwas mehr extra Logik, die diesen Bitstream annimmt und dann diese Bits im FPGA setzt, was eigentlich nur Schalter sind. Und dann wäre der FPGA konfiguriert. Soweit also zum ersten Teil. Nun kommen wir zu den eigentlichen Open Source Tools. Aber dafür brauchen wir ein Design, welches wir implementieren möchten. Und ich habe mich für einen einfachen Counter entschieden. Ein Counter, das bedeutet, wir müssen zählen. Und zählen bedeutet, wir müssen addieren. Und dafür gibt es ja verschiedene Schaltungen. Ein Halbaddierer hier hat zwei Inputs, kann zwei Bits addieren, gibt die Summe und ein Carry-Output aus. Es ist gar nicht wichtig, wie genau das jetzt funktioniert. Möchten wir nicht nur plus 1 weiterzählen, sondern vielleicht sogar plus 2, plus 3, dann brauchen wir sogenannte Volladdierer. Wird schon komplexer. Wir wollen aber keinen 1-Bit-Counter haben, sondern sagen wir wollen einen 8-Bit-Counter haben. Dann brauchen wir also genau 8 Volladdierer. Und wir wollen ja nicht nur weiterzählen können, sondern wir müssen auch den aktuellen C-Stand speichern. Das heißt, wir brauchen auch noch 8 Flipflops. Also ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Das Ganze wird sehr schnell sehr komplex. Und ja, gibt es da keinen besseren Weg? Und den gibt es natürlich. Und der nennt sich Hardware-Beschreibungssprache, Hardware Description Language. Und ich zeige euch in diesem Vortrag, wie das Ganze mit System Verilog funktioniert. Wir haben hier also nun verschiedene Abstraktionslevels. Ganz unten ist das Gate-Level. Hier haben wir also wirklich unsere Gatter und wie diese miteinander verbunden sind, dort wo wir gerade waren. In System Verilog wird das aber in Textform angegeben. Darüber ist das RTL, das Register Transfer Level. Auf diesem Level wollen wir unser Design implementieren. Und wiederum darüber das Behavioral Level, das wird für die Modellierung verwendet und auch für Testbenches, dazu kommen wir dann noch. Okay, was ist also RTL? Dazu muss man sich eigentlich nur die Wörter ganz angestrengt genau ansehen. Register Transfer Level, wir befinden uns also auf dem Level, wo wir mit Registern arbeiten. Ein Register ist eigentlich nur eine Ansammlung aus Flipflops, die gemeinsam einen Wert speichern. Also bei unserem Counter haben wir 8 Flipflops, die den aktuellen C-Stand speichern, das ist ein Register. Und wir schreiben den Transfer der Daten zwischen diesen Registern. Also grafisch, wir haben ein Register, ein anderes Register, dazwischen eine kombinatorische Logik, die unsere Daten irgendwie verarbeitet. Und ja, das ist RTL. Und RTL ist immer synchron. Das heißt, wir haben eine Clock. Die Clock gibt den Takt vor, läuft mit einer gewissen Frequenz. Konkret, wie sieht das in unserem Design aus? Wir möchten also von einer Taktflanke zur nächsten, möchten wir um 1 weiterzählen. Wir sehen also, wir haben hier diese Zustände, der Counter oder Zeitpunkte, Counter zum Zeitpunkt 0, Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2. Und unser Design wäre dann so aufgebaut. Wir haben unser Register für den aktuellen C-Stand. Dieses geht in die kombinatorische Logik. Es wird plus 1 weitergezählt. Der neue Wert kommt dann wieder in das Register rein. Das wird aber nicht sofort übernommen, sonst hätten wir eine Oszillation, sondern natürlich erst, wenn die nächste steigende Taktflanke daherkommt. Die Clock würde hier eingezeichnet werden, bei diesem Dreieck, aber das macht man eigentlich nicht bei den Flipflops, weil jeder weiß, da kommt ja eine Clock hinein. Und unser Design im System Verilog, also in Textform, sieht dann so aus. Das ist jetzt keine Programmiersprache, sondern Hardware. Das muss man sich immer im Kopf behalten. Es ist in System Verilog alles in Module aufgebaut. Das heißt, wir haben ein Modul-Counter. Und unser Modul-Counter hat zwei Inputs, Clock und Reset, und einen Output-Out, damit wir einfach irgendetwas sehen von unserem Design. Hier passiert also das eigentlich Interessante. Logic 7 to 0 Count. Logic ist ein Datentyp in System Verilog. 7 to 0 bedeutet, wir haben 8 Bits, 8-Bit-Counter.
Wir könnten auch ganz, ja, wir könnten auch 11 Bits oder irgendeine Anzahl verwenden, die wir möchten, weil wir sind hier nicht auf 8, 16, 24, 32 beschränkt. Und Count ist natürlich der Zählstand. Das eigentliche Zählen passiert in diesem Always-Block. Always-Flip-Flop, mit diesem Flip-Flop sagen wir eigentlich schon, dass wir Flip-Flops implementieren möchten. Dann kommt dieses Add, Klammer auf, Klammer zu, das ist die sogenannte Sensitivity-List. Die gibt an, wann dieser Block ausgeführt wird. Und zwar immer dann, wenn ein Positive Edge von der Clock daherkommt oder ein Positive Edge von unserem Reset. Denn nehmen wir mal an, wir drücken den Reset unseres FPGAs, dann wird dieser Block ausgeführt, es wird abgefragt if Reset, also if Reset gleich 1, er ist gedrückt, wir setzen unseren Counter auf 0. Sehr schön. Wird der Reset nun nicht gedrückt und es kommt eine steigende Clock-Flanke daher, dann springen wir hier runter, das ist also der Normalbetrieb des Counters. Wir zählen Count um 1 weiter, Count ist Count plus 1. Und ganz unten setzen wir einfach nur unser Out auf das höchstwertige Bit von Count, damit wir auch etwas sehen können. Denn das höchstwertige Bit ist die Hälfte der Zeit 0, die andere Hälfte der Zeit 1, von 0 bis 127 0, von 128 bis 255 1. Okay. Bevor wir das Ganze nun in den FPGA laden, wollen wir aber simulieren. Und ich kann euch nur sagen, wie wertvoll das eigentlich sein kann. Vor allem, wenn dann Fehler passieren, ist es einfach sehr toll, wenn man systematisch in einer Simulation seine Fehler suchen kann. Wir brauchen einen System Verilog Simulator und ich habe hier Icarus Verilog ausgesucht. Die Tools sind natürlich jetzt alle Open Source, die ich hier nenne. Als Waveform Viewer, Waveforms, das sind sozusagen die Ergebnisse der Simulation, verwenden wir GTK Wave. Und wir brauchen auch eine Testbench, um Testsignale zu generieren. Wie würdet ihr euer Design testen am FPGA? Ihr würdet irgendwelche Tasten drücken und schauen, ob er das tut, was ihr wollt. Und die Testbench macht eigentlich nichts anderes, nur dass sie die Signale direkt setzen kann und das Ganze in einer Simulation passiert. Hier also die Testbench. Und das ist jetzt eigentlich Software, also keine Hardware mehr, die wir hier beschreiben. Das wird vom Simulator interpretiert. Also wieder ein Module, Counter Testbench. Wir haben zwei Signale, Reset und Clock. Clock wird am Anfang auf 0 gesetzt. Der erste Always-Block wartet immer eine Zeiteinheit und setzt dann die Clock auf Nicht-Clock. Das heißt, die Clock wird dauerhaft invertiert. Das, was eine Clock machen sollte. In diesem Initial-Block, der wird einmal ausgeführt, setzen wir den Reset am Anfang auf High. Dann warten wir zwei Zeiteinheiten, also eine Clock-Periode, setzen ihn auf Low. Unser Design arbeitet nun. Warten eine gewisse Zeit und sagen dann dem Simulator, wir möchten die Simulation beenden. Der letzte Block hier ist dazu da, damit wir diese Waveforms dumpen können, generieren können. Mit Dump-File geben wir an, wie unser Dump-File heißen soll. Und Dump-Vars, wir sagen, von diesem Modul möchten wir die gesamte Hierarchie ausgeben. Zu guter Letzt müssen wir auch noch unseren Counter instanzieren. Counter, MyCounter. Wir verbinden Clock mit Clock. Reset mit Reset und Out mit nichts, weil wir können in der Simulation sowieso alle Signale sehen. Somit ist das nicht nötig. Okay, wie starten wir Icarus Verilog? Wir generieren zuerst einmal das counter.vvp-File, indem wir iVerilog aufrufen. G2012 ist für System Verilog Support. Wir wollen alle Warnings. Unser Top-Modul ist die Testbench. Wir übergeben beide Design-Files und das ist das Output-File. Das war aber noch nicht die Simulation. Simulieren tun wir erst mit diesem Befehl vvp counter.vvp. Nun läuft die Simulation durch, sie ist beendet und unsere Waveforms wurden generiert, die wir nun mit GTK-Wave betrachten können. Counter.vcd, das sind die Waveforms. Und wir können auch ein Save-File übergeben, mit dem wir das Layout von GTK-Wave immer wieder neu initialisieren können. Das sehen wir gleich hier. Das ist also nun GTK-Wave. Auf der linken Seite hier oben sehen wir unsere Module und die Hierarchie, Counter Testbench, darunter MyCounter. Hier sind die Signale von MyCounter und ich war schon so frei und habe diese Signale genommen und auf die rechte Seite geschoben. Wir sehen hier also die Zeitverläufe. Und da möchte ich noch etwas reinzoomen. Wir sehen also, die Clock toggelt die ganze Zeit, so wie sie es tun sollte. Der Reset ist anfangs auf High, geht dann auf Low. Sehr gut. Und unser Count, da passiert am Anfang noch nichts, aber dann bei jeder steigenden Taktflanke wird um 1 weitergezählt. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, das ist hexadezimal, deswegen A, B, C. Und bei unserem Out tut sich hier noch nichts, weil
das Video erst ab 128 High. Scrollen wir also nach rechts. Wir sehen, ab Hexadezimal 80, das ist also genau 128, geht unser Out-Signal auf High. Genau, was wir wollen. Gut, wir können nun im Flow weitergehen. Wir möchten uns jetzt also ein FPGA aussuchen, in dem wir unser Design laden. Und ich habe den iSforte UP5K ausgesucht. Und warum genau der? Weil dieser bereits reverse-engineert wurde. In diesem Project iStorm sind also Leute zusammengekommen und haben den Bitstream reverse-engineert. Sie haben also herausgefunden, was jedes Bit in diesem Bitstream tut. Das ist ein unglaublicher Aufwand, weil so ein Bitstream kann mehrere Megabyte groß sein. Ja, iSforte steht für die iSforte-Serie von Lattice. UP steht für Ultra Low Power. Das ist also kein High-Performance-FPGA. 50 MHz ist so ziemlich das Maximum, was wir hier zusammenbekommen. Ungefähr 5000 Lookup-Tables, das ist die Kapazität des FPGAs. Und natürlich noch weitere Features wie Block-RAM, Single-Port-RAM oder auch Peripherals. Ja, auf der rechten Seite sehen wir zwei verschiedene Packages, also Gehäuse, wie dieser FPGA verkauft wird. Innen drinnen ist aber derselbe FPGA. Das merken wir uns für später. Auf der linken Seite haben wir nun das Blockdiagramm und das sieht schon etwas komplexer aus als unser einfacher FPGA. Aber für uns wichtig sind eigentlich nur diese PLB-Rows. Denn PLB steht für Programmable Logic Block und ist eigentlich dasselbe wie unser Configurable Logic Block. Nur dass hier statt jeweils ein Lookup-Table, ein Flip-Flop und ein Multiplexer sind hier jeweils 8 Stück von jedem drin. Es ist einfach effizienter so, denn selbst bei unserem Design haben wir gleich 8 Flipflops gemeinsam verwendet. Und wenn wir hier noch weiterschauen, da ist auch noch etwas mehr Logik davor, also noch Multiplexer. Der ist dazu da, um Additionen zu beschleunigen. Das ist für uns eigentlich gar nicht wichtig zu wissen, das übernehmen die Tools alles für uns. Aber ich dachte, ja, solche Details sind trotzdem manchmal interessant. Wir müssen uns also ein Board aussuchen, auf dem dieser FPGA dann auch drauf ist. Und in dem Fall habe ich den Icebreaker ausgesucht, weil das ist wirklich ein sehr, ein Open Source, günstiges, preiswertes Dev-Board, besonders für Anfänger sehr gut. Wir haben hier den FPGA und hier den Flash, denn der Flash, der speichert den Bitstream. Beim Starten des FPGAs wird der Bitstream dann in den FPGA geladen und wenn der Strom weg ist, verliert nämlich der FPGA den Bitstream. Und deswegen muss man den im Flash hier extra speichern. Okay, und natürlich gibt es hier auch noch weitere Features. Nun wollen wir weiter im Flow gehen. Und damit wir unser Design im FPGA implementieren können, müssen wir nun diese ganze Abstraktion wieder rückgängig machen. Wir müssen also wieder zu unseren Gattern zurück und wie diese miteinander verbunden sind. Und anstatt, dass wir das per Hand machen, macht das Synthese-Tool für uns. Und unser Synthese-Tool heißt Yosys. Wir rufen also Yosys auf. Mit Bindestrich P übergeben wir Kommandos an Yosys. Wir wollen das Synth-iSforte-Skript aufrufen. Unser Top-Modul ist der Counter, nicht die Testbench. Das war ja nur zum Testen, sondern wirklich unser Counter. Unsere Netzliste wird als counter.json ausgegeben und wir übergeben unser Design-File. Bevor wir im Flow weitermachen können, brauchen wir aber noch zusätzlich etwas. Und zwar sogenannte Constraints, Beschränkungen. Wie wir nämlich zuvor gesehen haben, gibt es für denselben FPGA verschiedene Packages und die haben verschiedene Anzahl an Pins. Und wer sagt denn überhaupt, mit welchen Pins unsere Signale verbunden sind? Und ja, das sind wir mit diesem Physical Constraint File. Denn genau hier schreiben wir gewisse Befehle, mit denen wir sagen, set IO, Clock 35, unsere Clock ist also mit IO 35 verbunden. Es wird einfach durchgezählt. Dasselbe machen wir für Reset und Out. Und ja, zufälligerweise ist am IO 10 ein Button am Icebreaker Board und am Out, also am 11er IO, eine LED, damit wir dann auch was sehen können. Mit Set Frequency setzen wir die Clock auf 12 MHz. Aber das ist eigentlich nur ein Hinweis an die Tools, denn wir sagen nur, was schon Tatsache ist. Denn am Icebreaker Board ist ein Oszillator, ein 12 MHz Oszillator und der ist genau mit diesem Pin 35 verbunden. Das ist dann für die Timing-Analyse später sehr wichtig. Und nun können wir mit dem Place and Route fortfahren. Wir verwenden für unser Place and Route Next PNR. Und hier wird nun Folgendes gemacht, es wird die Netzliste hergenommen, also die Gatter und wie sie alle miteinander verbunden sind. Und die wird nun auf die verfügbaren Ressourcen am FPGA, werden diese Gatter nun raufgemappt, was wir per Hand gemacht haben. Ist also ein sehr komplexes Problem, aber NextPNR löst das für uns.
Wir rufen also NextPNR Ice40 auf, übergeben unsere Netzliste von Yosys, dem Synthese-Tool. Wir sagen, welche Serie wir verwenden und auch welches Package. Weil wir müssen ja wirklich NextPNR ganz genau mitteilen, welchen FPGA es vor sich hat. Und dann sagen wir, wie das Output-File heißen soll, counter.asc. Und wir müssen natürlich unser Physical Constraints-File auch noch übergeben. Und wir sind schon fast beim Bitstream. Mittels Icepack konvertieren wir dieses counter.asc in den counter.bit, was unser Bitstream ist. Der Bitstream ist nun die Repräsentation unseres Designs. Und diesen Bitstream müssen wir nun nur noch in den FPGA laden. Bevor wir aber das machen, sehen wir uns den Output von NextPNR einfach mal an. Denn das Ganze kann grafisch dargestellt werden. Und das sieht dann so aus. Ja, vielleicht sollten wir da ranzoomen. Wir sehen also, dass nur eine Handvoll an Programmable Logic Blocks wirklich für unsere Logik, für unseren Counter verwendet wurde. Da ist also noch mehr als genug Platz für andere Features. Und nun wollen wir den Bitstream in den FPGA laden. Es gibt die verschiedensten FPGA-Boards mit den verschiedensten FPGAs, die verschiedensten Protokolle unterstützen. JTAG, SPI. Und dann ist noch die Frage, wollen wir in den Flash, also in den Flash-Chip laden oder direkt in den SRAM des FPGAs? Wenn der Strom weg ist, ist dann der Bitstream wieder weg. Und ja, also sehr viele Optionen. Und da hat sich jemand gedacht, ja, ich programmiere ein Tool, OpenFPGA Loader, welches das Ganze vereinfachen sollte. Und wir müssen OpenFPGA Loader also nur noch unseren Bitstream übergeben, sagen, welches Board wir verwenden und ob wir in den Flash oder in den SRAM laden wollen. Und wenn wir bis dahin alle Schritte richtig gemacht haben und wenn diese funktioniert haben, dann sollte man jetzt eine blinkende LED am FPGA-Board sehen. Und ja, was ich da vielleicht noch dazu sagen sollte, der eine oder andere wird sich jetzt denken, ich habe geschummelt und das stimmt auch, denn wir haben einen 12 MHz Oszillator und bei 8 Bit würden wir nichts sehen, weil die LED so schnell blinken würde. Das heißt, ich habe die Bits von unserem Counter auf 23 Bit erhöht, damit wir das hier jetzt genauso sehen können. Aber ansonsten ist der gesamte Flow ja genau gleich. Somit kommen wir auch schon zum dritten und letzten Kapitel des Vortrags. Also ich möchte euch ein paar Tipps und nützliche Links geben. Auf der linken Seite also alle Tools, die wir heute verwendet haben, und auf der rechten Seite noch ein paar andere, die ich sehr, sehr toll, sehr interessant finde und die euch einfach einen Anhaltspunkt geben sollen, damit ihr einfach weiter Recherche betreiben könnt. Verilator ist ein System Verilog Simulator, der sehr, sehr schnell simuliert, da er euer Design in C++ umwandelt. Das wird dann kompiliert und das wird dann direkt ausgeführt. Also um einiges schneller als Icarus Verilog, aber natürlich hat Vor- und Nachteile. GHDL ist ein VDL-Simulator. VDL ist eine andere Hardware-Beschreibungssprache. Aber ich würde euch wirklich ans Herz legen, System Verilog zu lernen, weil Fakt ist, System Verilog bzw. Verilog wird von den Open-Source-Tools einfach besser unterstützt. Und das ist jetzt nicht Fakt, aber meine eigene Meinung, mir gefällt System Verilog auch um einiges besser. Vor allem, wenn ihr aus dem Bereich C, C++ kommt, da ist die Syntax auch wirklich sehr angenehm. Dann Amaranth ist sowieso eine ganz neue Hardware-Beschreibungssprache, wo man in Python schreibt. CocoDB ist ein Testbench-Environment, wo man seine Testbench, die wir jetzt in System Verilog geschrieben haben, auch in Python schreiben kann. Dann kann man die ganzen Module und das ganze Ökosystem drumherum auch verwenden. Also sehr, eine sehr tolle Sache. Verilog to Routing ist ein eigenes Framework, um eben Synthese, Place and Root durchzuführen, unabhängig von Yosys und NextPNR. Ist also auch sehr interessant. LiteX ist ein SoC-Framework. Also hier beschreibt man in Python seinen SoC, seinen System on a Chip. Das heißt, man sagt eigentlich nur noch, man hätte gerne diese CPU, hat eine gewisse Auswahl, und diese Peripherals, und LiteX macht das für einen. Dann haben wir F for PGA, dessen Ziel es ist, das GCC der FPGAs zu werden. Es soll also diese ganzen Tools vereinen und möglichst vereinfachen die Nutzung davon. Ja, tolle Sache. Dann gibt es die OSS-CAD-Suite. Das ist ein Package aus all diesen Tools, vorkompiliert, die neuesten Versionen. Denn es ist relativ schwierig, da wirklich immer die aktuellsten Tools zu haben, neu kompilieren. Und das ist auch mein Weg, wie ich momentan an die aktuellen Tools und die neuesten Versionen komme. Und Apio
Ist auch ein Package Manager für Open Source Tools, der auch unter Windows funktioniert, habe ich zumindest gehört. Und dann ja, FPGA-Boards. Welche Boards kann ich euch empfehlen? Zu 100% kann ich euch den Icebreaker empfehlen. Das war also dieses kleine Board. Und auch den ULX FreeS, das ist der hier. Der basiert auf der ECP5-Serie, auch von Lattice, hat aber viel mehr Kapazitäten. Also da gibt es eine Version mit 85.000 Lookup-Tables, da passt einfach viel mehr drauf. Und dann gibt es auch noch den Orange Crab und den Butterstick, auch beide mit ECP5, auch sehr, sehr interessante FPGAs. Mit der rechten Seite, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber diese Tang Nanos zum Beispiel, die haben FPGAs von Guwin, eine chinesische Firma, die aber auch schon sehr gut mit den Open Source Tools funktionieren. Da habe ich mir jetzt den Tang Nano 9K bestellt. Gut. Und ja, hier also noch ein paar Tutorials und Projekte, um euch den Start eben leichter zu machen. Und wo ich immer wieder darauf zurückgekommen bin, das ist Project F, weil hier wirklich viele Probleme oder viele Themen in System Verilog wirklich sehr qualitativ hochwertig erklärt werden. Und auch hier wird mit dem Icebreaker Board werden verschiedene Beispiele gezeigt. Aber es geht mehr in Richtung, auch wie kann ich über VGA zum Beispiel Grafiken, Sprites etc. anzeigen. Also wen das interessiert, das ist auf jeden Fall super Ressourcen. Die Femto RISC-V32 Tutorials zeigen euch, wie ihr einen RISC-V-Core, also eine CPU, selbst implementiert. Dann noch drei coole Projekte. FakePGA verwendet den Verilator, den ich vorher genannt habe, um euer Design in C++ umzuwandeln, dieses dann auf einen Raspberry Pi Pico zu laden und dann habt ihr einen Fake-FPGA, also keinen echten FPGA, der aber auch euer Design ausführen kann, natürlich mit geringerer Geschwindigkeit, aber wenn man kein Board hat, ist das trotzdem eine gute Möglichkeit. Und dann zwei unglaubliche Projekte. iStation 32, rechts oben, hier in dem Eck, ist ein Mix zwischen NES und SNES, also Nintendo Entertainment Station und Super NES, also eine Game-Konsole, die ihr selbst programmieren könnt, geschrieben in Verilog. Und darunter FPGA-Craft, total verrückt, ein Minecraft-Klon, wie man sieht, aber mit einer Custom-CPU und einem Raytracer, der in der Sekunde 1 Million Rays rausschießt, um diese Szene in 30 FPS zu rendern. Man kann Blöcke platzieren, Blöcke löschen, einfach nur unglaublich. Und beide dieser Designs wurden in diesem kleinen Icebreaker mit dem Ice40 UP5K implementiert. Also man sieht, besonders wenn ihr Beginner seid, würde ich euch empfehlen, doch einen kleineren FPGA zu holen, weil so lernt man auch wirklich seine Designs zu verstehen und effizient eben Hardware zu beschreiben. Und da ist der Icebreaker eben eine gute Sache. Ja, so sind wir auch schon bei der letzten Folie angekommen. Über diesen Link könnt ihr die Präsentationsfolien bekommen und auch das Beispiel, was ich heute durchgegangen bin, ist auch auf dem Repository dort zu finden. Ich werde die Folien natürlich auch noch hochladen auf die Webseite, Grazer Linux-Tage. Abschließend möchte ich aber nochmal die Vorteile der Open-Source-Tools erläutern. Und das ist allen voran mal die Geschwindigkeit. Denn vor allem bei kleinen Designs, die sind innerhalb von Sekunden durch den gesamten Flow durch. Und das ist besonders für Anfänger, für Beginner sehr wichtig, denn anfänglich macht man einfach Fehler, viele Fehler. Dann muss man diesen Flow, Flow sehr oft durchführen. Also diese ganzen Iterationen sind einfach dadurch sehr schnell möglich. Dann die Größe der Tools, die gesamte OSS-CAD-Suite, also alle diese Tools gebundelt, das sind entpackt ungefähr 1,9 Gigabyte. Ja, es gibt da proprietäre Tools, 80 Gigabyte oder mehr. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Dann, man kann diese Tools natürlich auf andere Architekturen portieren, also ARM oder RISC-V. Man kann sie auf einem Raspberry Pi ausführen. Das wäre mit proprietären Tools nicht möglich. Und zu guter Letzt, und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, es ist eine Community dahinter. Also wenn ihr Fragen oder Probleme habt, sind dort oft Leute, die euch helfen möchten oder wenn ihr einen Bug-Report irgendwo melden wollt. Und ja, es werden auch diese Tools weiterhin immer weiterentwickelt für andere FPGA-Architekturen, die dann noch folgen. Aber ich finde, selbst das, was jetzt schon da ist, ist einfach unglaublich, was hier gemacht wurde und ist schon sehr gut zu verwenden.
Also ich hoffe, ich konnte euch mit dem Vortrag das Ganze ein bisschen näher bringen und ja, habe euch auch ein bisschen dazu gedrängt, das Ganze vielleicht einfach mal selbst auszuprobieren. Ob jetzt nur in Simulation oder es ist schon cooler, wenn man dann so einen FPGA vor sich hat und eine LED blinkt. Aber ja, vielen Dank. Falls es jetzt Fragen gibt, dann wäre jetzt der richtige Moment. Bitte. Die Open Source Programmierer, die die Tools entwickeln, haben den FPGA schon als Vorteil die Version geschrieben. Genau. Ist es dann ein Artefakt oder Tool schon FPGA Hersteller und Also die Frage war zuerst mal die Feststellung, also dieser iSporty UP5K wurde reverse-engineert und gibt es schon FPGA-Hersteller, die sozusagen ja ihre Dokumente selbst veröffentlichen? Also der Großteil ist, der FPGAs, die unterstützt werden von dieser Yosys NextBNR Toolchain, die wurden selbst reverse-engineert. Der Prozess ist auch relativ interessant, also man nimmt eigentlich verschiedene Designs, schickt sie durch den Flow des Herstellers, bekommt den Bitstream heraus und ändert dann nur Kleinigkeiten. Und dann schaut man, welche Bit verändern sich und kommt so drauf, ja, welche Funktion haben diese Bits. Und das wird dann natürlich auch automatisiert durchgeführt. Aber ich glaube, ist das QuickLogic oder ein Unternehmen, die haben auch so einen Mix aus FPGA und MCU und die haben auch schon wirklich contributed zu den Tools. Also ja, es geht schon in die Richtung. Ich denke auch, je mehr wirklich FPGAs davon unterstützt werden, desto besser ist es natürlich oder desto mehr haben Firmen auch, ja, weiß nicht, ist das Interesse vielleicht größer, dass sie das dann selbst machen. Aber vielleicht die großen Firmen, die haben natürlich schon ihre Tools, aber besonders, wenn jetzt ein kleines Startup seinen eigenen FPGA entwerfen möchte, die größte Hürde sind da eigentlich die Tools, also dann wirklich, ja, Synthese-Tools und Place and Route zu schreiben und das ist nun so um einiges einfacher. Also die Einstiegshürde hier ja, ist genommen oder niedriger. Genau. Was ist der Bitte? Unterschied zwischen System Verilog und Verilog? Also Verilog, könnte man sagen, ist die vorherige Version und System Verilog unterstützt eben noch weitere Features. Es wird oft, System Verilog wird oft nur als Verifikationssprache gesehen, also nur zum Verifizieren eine Erweiterung, aber das ist nicht wahr. Also selbst in der Synthese, also Beschreiben des Designs, wirklich von der Hardware, gibt es viele neue tolle Features und Verilog selbst wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt. Der letzte Standard von Verilog ist aus 2005, wurde in System Verilog umgewandelt und der letzte Standard von System Verilog war 2017, der nächste, der in Entwicklung ist. Also System Verilog ist the way to go, würde ich sagen. Aber man muss immer schauen, wie gut oder welche Features von den Tools, die du verwendest, in System Verilog, also von System Verilog unterstützt werden. Da muss man immer aufpassen, weil ja, es da ein sehr großes Subset an Features gibt. Ja. Ja. Ja, genau. Ja genau, das ist dieser Punkt. Also Yosys selbst unterstützt gewisse Features wie den Logic-Datentyp oder Always Flip-Flop, Always Comp. Dann Strukturen, solche Sachen werden unterstützt und das ermöglicht schon vereinfacht einiges. Es gibt dann aber auch Erweiterungen für Yosys. Das ist dieses UHDM, das ist so ein Unified Database, um Designs eben zu beschreiben. Und da gibt es auch einen Parser, der viel mehr System Verilog parsen kann. Das wird dann in diesem UHDM zwischengespeichert und das wird dann an Yosys gegeben. Das heißt, wenn man dieses Plugin für Yosys verwendet, kann Yosys plötzlich viel mehr System Verilog verstehen, als es das alleine machen würde. Denn Yosys selbst wird von einem Unternehmen auch eben entwickelt und die haben nicht nur die OSS-CAD-Suite, sondern die haben auch eine proprietäre Suite, wo sie einen System Verilog Parser, einen proprietären System Verilog Parser davor gegeben haben. Und ja, das ist sozusagen deren Geschäftsmodell. Es wird aber trotzdem Yosys auch weiterentwickelt, also dort werden auch kommen neue Features dazu. Ja. Oh ja, und die Frage selbst, habe ich jetzt vergessen zu sagen, war eben, dass Yosys nur gewisse Features unterstützt und jetzt habe ich eben gesagt, was man da machen könnte. Okay, also falls es keine Frage mehr gibt oder könnt mich sonst auch draußen selbst dann direkt fragen oder wenn ihr die FPGAs einfach
von Nahem betrachten wollt, könnt ihr auch einfach kurz zu mir herkommen. Aber ja, ansonsten noch einmal Dankeschön.